Es ist die Suche nach der Prophezeiung, die sie reich machen könnte. Eine israelische Firma gräbt seit Jahren nach Rohdiamanten an genau dem Ort, von dem ein Rabbi einst vorhersagte, dass sie hier vergraben seien. Das Besondere an Haifa ist, dass es am Meer liegt und ein Tal hat. Und im Tal liegen wertvolle Steine. Der große Heilige, gesegnet sei er, tat etwas Wunderliches. Er versiegelte sie in der Tiefe der Erde. Ich hörte die wenigen Sätze des Rabbis und ich verstand. Wir sprechen hier von einer göttlichen Weissagung, richtig? Die göttliche Prophezeiung brachte es zu mir und ich werde darauf reagieren. Das Spektakuläre, nun sagt das Unternehmen, tatsächlich wissenschaftliche Hinweise auf die wertvollen Steine gefunden zu haben. Das ist eine absolute Überraschung. Das war etwas, was wir vorher nicht wussten. Es wäre das erste Mal, dass Diamanten in Israel gefunden werden. Bisher ist Israel nur bekannt für den Handel mit Diamanten und ihrer Produktion, vom rohen Stein zum Schmuckstück. So funkelt und glänzt hier, was Frau begehrt. Diamanten in allen Varianten und seltenen Farben. Israels Handelsplatz für die exklusiven Steine ist der größte der Welt mit höchster Sicherheitsstufe. Diamanten im Wert von Millionen liegen hier auf den Tischen und in Taschen, die am Körper angekettet werden. Sollen wir nicht vergessen, hier kann sein $100.000, $200.000. Hier können wir aufmachen und das sehen, dass hier alles voll mit Diamanten. Steine im Millionenwert hat auch Simi Seratsky jeden Tag vor sich. Er kauft Rohdiamanten und berechnet, wie man per Schliff in Monaten Arbeit am meisten Karat aus ihnen herausholen kann, verkauft sie dann weiter, auch an deutsche Juweliere. Ich muss im Vorhinein wissen, was ich da rausbekomme, um zu wissen, wie viel der Wert ist. Das wird ein Tropfen von 15 Karat ungefähr, hoffentlich. Ein runder Stein, ein Brillant, 12 Karat. Und der kostet so knapp $2 Millionen. Ich sehe lila, grün, rot. Das Licht fällt ein, wird gebrochen und kommt in Regenbogenfarben wieder zurück. Israel exportiert jährlich Diamanten im Wert von $6.3 Millionen. Ein lukratives und risikoreiches Geschäft. Die Steine können beim Schnitt auseinanderbrechen. So kann man Hunderttausende Dollar verlieren. In schlichtes Papier verpackt, so wird es seit Jahrhunderten gemacht. Alles beruht auf Tradition. Wir haben Unternehmen hier mit 4 Generationen, die im Geschäft arbeiten. Es gibt viel Wissen, Erfahrung und Wertschätzung. Seltener Zutritt zum Exklusivsten. Dieses Schmuckset kostet mehr als $3 Millionen. Eine Luxusträumerei. Doch die Deutschen schauen übrigens sowieso weniger auf die Größe des Steins als auf die Qualität. Hauptsache, es funkelt.